Hallo Leute, willkommen zurück zu Clock Tower 3. Wir werden gerade verfolgt von der Killerin und deswegen beeilen wir uns mal. Oh, was ist das für ein Raum? Oh mein Gott, schnell weg hier! Ach so, dieser Raum! Oh mein Gott! Leute, das erste Mal, als ich das Spiel gespielt habe, habe ich in diesem Raum so lange verbracht. Einfach weil ich nicht wusste... Oh, heiliges Wasser. Weil ich nicht wusste, was das Spiel von mir will. Was ich hier tun muss. Das ist wirklich fies gemacht, aber einen kleinen, einen ganz, ganz kleinen Hinweis gibt es ja. Ist wieder so ein komischer Raum? Hä, bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Nee, kann nicht sein. Nein, stimmt. Hier muss ich lang. Hier liegt was? Was haben wir denn hier? 5. Januar 2000. I have trudged around the blasted continent until my shoes are almost worn through, but it is no use. Where is the castle of Lord Burrus? That is the only place where the mystery of the triangular crest can be solved, I feel sure. It is hard to believe that 3 years have flown by since I embarked on my journey. I am not a smidgen closer to finding Burrus Castle. Meanwhile, I grow older by the day, and my health continues to decline. I am certain that Nancy has by this time found my journals and realized my plan to seize Alyssa's heart on her 15th birthday to carry out the ritual of engagement. How Alyssa must have grown in my absence. How I wish to be with her, to be one with her. And yet, I do not have the courage to perform the ritual. What do I do? If I do nothing, I am no better than her father. This Hamilton, at least, should have spine. Was für ein kranker Großvater, meine Güte! Oh mein Gott! Was ist das noch? Lavendelwasser, okay. Hä, ist die Killerin weg? Gut, dann kann ich mich ja umsehen. Warum ist die Killerin weg? Boah! Boah, du! Boah, verdammte Scheiße bin ich hier! Boah! Scheiße, und seht mich mal die Panikanzeige an. Alyssa ist völlig... Wow! Boah! Boah, der war echt mies! Ja, hier gibt's wieder ein Gitter. Hier müssen wir durchgehen. Und hier ist... Was? Das wird eng reingehen, ja bitte. Auch hier sind wir zum Glück sicher vor dieser... Vor dieser kranken Hexe, hätte ich beinahe gesagt. Moment, können wir sie sehen? Durch diesen Spalt? Nee, offenbar nicht. Keine Ahnung. Doch, da ist sie. Aber sie sieht uns nicht. Haha. Aber wir sehen was anderes. Nämlich, hier ist ein weiteres Wappen. Ein N. Alles klar. Sehr gut. A-Wappen und ein N-Wappen. Was könnte das bedeuten, Leute? Ja, durchquetschen, bitte. Ja, und ich glaube, ich lasse Alyssa noch kurz durchatmen. Der Schock war wirklich ein bisschen heftig für sie, gebe ich ja zu. Ja, für mich auch ein wenig, ich weiß. Boah, war der fies. Ich wundere mich noch, die ist ja gar nicht mehr da. Zack, da ist sie plötzlich. Unfaire Sache, das. Aber gut. Ich frage mich gerade, ob ich da rechts noch weiter kann. Nee, theoretisch müsste da der Abgrund kommen, wo wir den männlichen Killer beim letzten Mal abgehängt haben. Theoretisch. Heißt, da drüben müsste die Leiche mit dem mittlerweile aufgesetzten Kopf liegen. Ja, ich glaube, ungefähr so müsste das sein. Gut, Alyssa hat sich wieder ein wenig erholt, also machen wir uns wieder auf in diesen Raum. Wo stehst du? Ich weiß, du stehst da. Ja, hier, friss das. Lass mich durch da, du nervst. Alyssa, bitte geh da entlang, wo ich will, ja? Sonst ist nicht so cool. So, aber dieser Raum, ich laufe doch mal durch, damit ihr euch alles ansehen könnt. Hier ein Brunnen, hier wieder heiliges Wasser. Ja, bitte einmal auffüllen. Dann, da ist was zum Speichern, tun wir auch gleich. Da ist ein Tisch mit Kerzen drauf. Ja, komm, speicher schneller bitte. Ja, wie lange spielen wir eigentlich schon? Über 3 Stunden. Dreieinhalb, über 3,5 Stunden schon. Okay, cool. Ja, wo waren wir? Da ist wieder ein Brunnen. Ihr folgt mich, hallo? Hier, weg jetzt! Ihr habt mir ein großes Bild. Ja, ein großes Bild, das steht sogar da. Da ist ein Titel drauf. N, liebende Mutter, leidet anstelle der Tochter A. N und A. Interessant.
Wir haben eine N- und eine A-Medaille. Ja, aber ihr seht, viel mehr gibt es in diesem Raum nicht. Ich hatte keine Ahnung, was ich da tun soll. Und verpiss dich jetzt endlich. Du nervst. Ich habe keine Angst mehr vor dir. Du nervst einfach. Nee. Hier, dieser Kerzenleuchter. Ja, Kerzenleuchter. Was für ein schöner Leuchter. Er wurde bewegt. An seinen alten Platzstellen. Ja. Das habe ich früher ewig lange nicht entdeckt. Ich bin fast verzweifelt in diesem Raum. Ich dachte, das Spiel sei einfach buggt und irgendwie funktioniert etwas nicht oder... keine Ahnung. Aber das ist die Lösung. Dann fließt hier kein Wasser mehr durch diese Brunnen. Und dann passiert etwas Mystisches. Also ja, es geht eigentlich. Sie erheben sich nämlich aus dem Boden. Und da sieht man schon, das sind zwei Einbuchtungen. Die benutzen wir selbstverständlich, um hier das N-Wappen einzusetzen. Und Folge dessen natürlich auf der anderen Seite das A-Wappen. Wo ist die Killerin? Da ist sie. Du kannst sowas von gar nichts. Geh einfach weg. So, das A-Wappen einsetzen. Zack, danke. Und nun sollte etwas passieren. Mit dem Bild war eigentlich klar. Und da hinten ist eine Tür. Alles klar. Also gleich da durchgehen. Während die sich hier noch krümmt vor Schmerzen. Haha. Geh doch weg. Ein roter Teppich. Okay. Und sie verfolgt uns immer noch. Geh doch einfach weg. Was haben wir denn hier? Kommst du durch? Ja, du kommst natürlich durch. Geh weg. Eine eiserne Jungfrau ist hier. Okay. Da ist noch eine. Da ist eine Tür. Ganz viele. Wie schnell ist sie gerade gelaufen? Verpiss dich. Noch eine eiserne Jungfrau. Ganz viele Ritterstatuen. Die machen mir ein bisschen Angst. Aber dann gehen wir durch diese Tür hier. Das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, die wir zurzeit haben. Hm, habt ihr das Klick gehört? Die Tür wurde hinter uns verschlossen. Ne? Ja, lässt sich nicht öffnen. Ich bin gefangen. Was ist hier los? Sehen wir uns mal um, Melissa. Kann ich aus dem Fenster sehen? Nee. Ja, doch kann ich, aber will sie offenbar nicht. Hier haben wir ein riesiges Bild, wollte ich sagen. Okay, Cutscene. Wow, sehr aussagekräftige Cutscene. Hier liegt etwas auf diesem Altar hier. Aber ich will noch kurz den Raum ganz ansehen. Hier ist... Was ist das? Ein Projektor und eine Leinwand. Kann ich mit dem Projektor was machen? Nö. Nö, ansonsten gibt es hier ziemlich nix. Was ist da? Ah, ein Projektor. Ah, aber sie will nichts damit machen. Okay, dann muss ich wohl mich um diese Gegenstände hier kümmern. Wir haben hier erstmal ein Wappen. Das D-Wappen, ja. Und ein Buch. Entitätenbuch 4. Lord Darcy Burroughs besaß im 17. Jahrhundert zahlreiche Ländereien im Südostenglands. Er heiratete Natalie Hamilton, Mitglied der illustren Hamilton-Familie. Sie hatten eine Tochter, Annabelle. Trotz seines üblen Rufs liebte Lord Burroughs seine Tochter sehr und vererbte ihr bei seinem Tod all seine Ländereien. In seinen 50ern erfuhr er in der Furcht vor seinem Lebensende von Entitäten und dem Ritual der Bindung. Kurz vor dem 15. Geburtstag seiner Tochter traf er die schicksalhafte Entscheidung, das Ritual auszuführen. Kommt uns irgendwie bekannt vor. Aber dann kam die Katastrophe. Am Tag vor ihrem 15. Geburtstag wurde Annabelle getötet, als sich ihre Kutsche überschlug. Geschockt vom plötzlichen Tod seiner Tochter sowie der Unfähigkeit, das Ritual zu vollziehen, verfiel Lord Burroughs einer tiefen Depression. Als seine Verzweiflung schließlich vorüber war, wurde sie durch rasenden Zorn ersetzt. Obgleich er sowohl den Kutscher als auch die Dienstmagd, die zum Zeitpunkt des Todes bei Annabelle war, umbringen ließ, beschwichtigte das seinen Zorn nicht. Das Massaker an seinen Bediensteten hörte nicht auf und erschreckte sich über die Bewohner seiner Ländereien. Wow. Leider, oder wie spricht man das aus? Leider, Burroughs versuchte ihn zu stoppen. Aber sie machte ihn noch zorniger und wurde schließlich selbst getötet. Was? Wie krank ist der Typ bitte? Schließlich starb Lord Darcy Burroughs, zerquetscht von den riesigen Zahnrädern. Teil des Glockenturms des Schlosses, auf der Flucht vor den wütenden Farmern. Nach der Legende schwor er, die Welt heimzusuchen mit Hass und Schrecken. Was ist das für ein Satz? Die Welt heimzusuchen mit Hass und Schrecken.
Ja gut, kann man so lassen. Solange der Glockenturm steht. Ach du Scheiße. Und wir befinden uns ja gerade im Glockenturm. Heißt, ist dieser Lord Darcy Barrows hier? Ach du Scheiße. Müssen wir uns vor dem in Acht nehmen? Was, irgendwas steckt zwischen den Bänden? Was denn? 22. Dezember 2002. I have found the Burroughs Castle. I have finally solved the mystery. Lord Darcy Burroughs had a daughter, Annabel, but also a son, William, from his first marriage. Although Burroughs himself was killed, William escaped and lived out the rest of his days in peace under the pseudonym Billy Brown. Billy Brown. What a strange twist of fate. Although I took the Hamilton name when I married Francesca, my father was a Brown, a descendant of Billy Brown, which means that I am directly related to Lord Burroughs. The A, D, and N crests also make perfect sense now. Lord Burroughs' beloved daughter Annabel's name, his first name, Darcy, and his wife's first name, Natalia. My name is Dick, my daughter is Nancy, and my lovely granddaughter is Alyssa. Destiny weaves its web in the strangest of patterns. Does the legacy of Lord Burroughs live on? The fury of he who failed to become an entity? Is it futile, after all, to fight against fate? A, N und D. Ja, jetzt machen die Buchstaben tatsächlich Sinn. Irgendwie passiert jetzt gerade... Ach du Scheiße! Der Projektor! Ach du Scheiße! Ja, aber was wollte ich vorhin sagen? Ja, die Buchstaben machen Sinn. A, N und D. Passiert jetzt hier gerade die gleiche Scheiße, wie damals mit diesem Lord Burroughs und seiner Tochter und so weiter passiert ist? Ach du Scheiße, ich hoffe ja nicht. Kann ich jetzt nochmal was tun? Nee. Aber, jetzt was anderes. Im Video habt ihr... Jetzt ist da was. Nee, noch nicht drücken, ich will noch was erzählen. Habt ihr auf die Pendelaxt geachtet, ja? Habt ihr gesehen, was da dran gemacht wurde? Windräder, die sich so lustig drehen, während das Pendel des Todes hin und her schwingt. Ich finde das so eine kranke Idee, dass ich die ziemlich geil finde, ganz im Ernst. Einfach diese Windräder. Beim ersten Mal, ich konnte echt nicht mehr. So, aber wir haben wieder was ausgelöst. Da ist wieder eine Einbuchtung. Diese Windräder, echt, ich krieg zu viel. Ja gut, nicht schwierig, was man hier machen muss. D-Wappen einsetzen, jawoll. Was passiert jetzt? Oh, die Tür geht wieder auf. Sehr gut, ja, dann kann ich mit dem Bild noch was machen? Nö. Gut, dann würde ich sagen, nichts wie raus hier. Ich hoffe, die Mörderin ist nicht mehr da, die Killerin. Und... Jetzt bewegen sich diese... Ach du Scheiße. Und ja, richtig erkannt. Instant Death, Scheiße. Aber jetzt ist die eiserne Jungfrau geöffnet hier. Die kann man als Aufzug benutzen. Jawohl. Dann kommt man nämlich in den Keller. Und da ist eine Kerze. Kann ich die mitnehmen? Nö. Aber hier liegt Blut. Ja, toll. Einladend. Was haben wir hier? Die Tür scheint von der anderen Seite versperrt zu sein. Und hier? Auch versperrt. Alles klar. Was haben wir denn noch hier? Totenschädel. Kann ich nicht mitnehmen. Okay, anscheinend können wir hier... Wow, diese ganzen Käfer, habt ihr das gesehen? Cool gemacht. Ja gut, kann ich hier anscheinend nichts machen. Muss ich dann offenbar doch irgendwie... Moment, ich gehe einfach mal in diese Statue. Bringt mir das was? Damit ich möglichst wenig an diesen Rittern vorbei muss. Ich habe echt Angst vor denen. Echt Angst. Okay, was haben wir jetzt hier? Kann ich hier die Tür öffnen? Oh ja, kann ich. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was bringt mir das jetzt? Also ja, die kann ich jetzt nicht öffnen, das ist doof. Aber die konnte ich öffnen, das ist schon mal gut. Was? Eine Eisentür. Die gibt nicht nach. Es muss einen Weg geben. Ja, den suche ich ja gerade.
Okay, gehen wir wieder hoch. Was sagt die Zeit? Ja gut, der Part ist eh vorbei. Ich will nicht an diesen Typen vorbei. Echt, das habe ich Angst. Nee, gut, Leute, das war's für heute mit Clock Tower 3. Ich bedanke mich einmal mehr fürs Zusehen und hoffe, ihr begleitet mich beim nächsten Mal, wenn ich versuche, an diesen Rittern vorbeizukommen. Gut, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Tschüss.